So, willkommen zurück hier bei Black Mirror. Wie in der letzten Folge versprochen, sind die Brüste auch wieder dabei. Also diese acht hier und meine beiden auch, die ihr aber im Moment nicht seht. Gut, ja, wir müssen hier irgendwie reinkommen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie. Die Türklingel ist ja angeblich kaputt oder vielleicht hören die das einfach nicht, dass wir klingeln, aber auf jeden Fall ist hier eine brüchige Statue. Die sollten wir uns doch mal näher angucken. Das linke Bein der Statue ist abgebrochen. Aha. In der Säule steckt ein Nagel. Okay. Er steckt nicht sehr fest. Dann nimm ihn raus. Er steckt nicht sehr fest. Er steckt Ja, nicht sehr fest. ist gut jetzt. Dann hole ich ihn halt mit dem Messer raus. Was? Hole ich nicht? Bitte? Er steckt nicht sehr fest. Ich weiß jetzt, dass er nicht sehr fest steckt. Also ich kann mit der rechten. Er steckt nicht sehr fest. Ja. Alter, ich kann mit der rechten Maustaste nichts machen, mit der linken auch nicht. Er steckt nicht. Ja, ist ja gut. Er steckt nicht sehr fest, ja. Ich kann ihn aber. Ich kann ihn auch damit nicht rausholen. Okay. Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Ich versuch's gerade noch mal. Er steckt nicht sehr fest. Dann hol ihn raus, verdammt noch mal. Ich klingel jetzt einfach noch mal, weil hier ist ja auch nichts anderes, womit wir einen Nagel rausholen können, oder? Die Türklingel muss Ja. kaputt sein, sonst hätte es bestimmt jemand gehört. Ja, ganz bestimmt. Okay. Haben wir hier irgendwas, ich weiß nicht, einen Ast oder so? Womit wir den Nagel rausholen können, sonst. Also ich meine, mit dem Schlüssel ist Quatsch, Buch, Foto. Sie enthält einige Münzen. Ist jetzt eine ganz doofe Idee. Aber funktioniert natürlich auch nicht. Nagel. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir an den Nagel kommen müssen, um den dann irgendwie mit der Türklingel zu kombinieren. Er steckt nicht sehr Ja, fest. das weiß ich jetzt mittlerweile auch, aber okay, gut. Nochmal die Mauer angucken. Da komme ich nicht rüber. Was ist denn das hier jetzt, ganz ehrlich, gerade für ein Mist? Da fängt man an aufzunehmen und dann. Hallo? Ist da jemand? Niemand hat mich gehört. Ich glaube, das haben wir in der letzten Folge auch schon gemacht. Wir haben doch hier schon alles. Ja, gut, rechte Maustaste geht nicht. So, nochmal. Ich bin genau auf dem Nagel. Das funktioniert nicht. Er sitzt nicht sehr fest. Ich kann jetzt hier wie blöde alles andere versuchen, aber das ergibt einfach keinen Sinn. Dieses Messer wäre das Einzige, was hier Sinn ergeben würde. Aber ist hier vielleicht irgendwo was auf dem Boden? Oder habe ich. Wo komme ich hin, wenn ich hier hingehe? Zuerst muss ich das finden, weswegen ich hergekommen bin. Ich gehe erst, wenn ich es habe. Ach, das finde ich jetzt gerade. Oh, das finde ich ja super blöd jetzt. Übersehe ich gerade wirklich was oder ist das einfach ein Bug oder so? Ich meine, ja, ich kann mir das jetzt noch 100 Mal angucken. Er steckt nicht sehr fest. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es einfach nicht. Ey, was soll ich machen? Er steckt nicht sehr fest. Hallo? Also ganz ehrlich, das finde ich gerade ein bisschen doof. Ich glaube, ich melde mich wieder, wenn ich's habe, weil ich gehe doch hier alles ab. Jetzt können wir uns auch die Mauer nicht mehr angucken und hier ist sonst nichts. Türklingel, Haupttor, rechte Maustaste. Ich gucke jetzt noch mal. Die Drähte innen haben anscheinend einen Wackelkontakt. Ah, das habe ich noch nicht gemacht. Die Drähte innen haben. Okay, können wir jetzt vielleicht den Nagel nehmen? Ach, ach Gott!
Ja. Es war gar nicht schwer, ihn herauszuziehen. Ja, ja. Oh Gott, ey, diese verfluchte rechte Maustaste immer. Ich vergesse es auch teilweise. Ich werde versuchen, den Nagel so unter die Türklingel zu klemmen, dass er die Drähte verbindet. Ja, mach das mal. Boah, echt, ey. Ich war gerade schon ein bisschen im Verzweifeln. Das scheint geklappt zu haben. Es kommt jemand. Na, wunderbar. Es kommt jemand, der sehr langsam ist, würde ich behaupten. Aber das ist nichts Neues hier in dem Spiel. Was möchten Sie, Sir? Madame Eleanor erwartet heute keinen Besuch. Ich bin Samuel Gordon vom Schloss Black Mirror. Ich bin hier, um Eleanor zu besuchen. Bringen Sie mich bitte zu ihr. Es tut mir leid, Sir, aber das ist unmöglich. Was meinen Sie damit? Verzeihung, Sie sagten, Sie sind ein Gordon? Ja, Samuel Gordon, der Sohn von Randall Gordon. Ich würde Ihnen gerne vertrauen, aber ich kann nicht. In letzter Zeit hat es einige Probleme gegeben und ich muss sehr vorsichtig sein, wen ich hereinlasse. Wenn Sie vielleicht Ihre Identität nachweisen könnten, Sir? Ich habe einen etwas herzlicheren Empfang erwartet. Es tut mir leid, Sir. Ich muss darauf bestehen. Okay, vielleicht hat er irgendwas in der Brieftasche? Sir, ich bin seit 12 Jahren im Dienste von Madam und ich bin ihr gegenüber völlig loyal. Na gut, kein Problem. Ich habe doch nur gehofft, dass da irgendwie ein Ausweis oder so drin ist. Williams Todesanzeige, ja, die wahrscheinlich. Hoffentlich genügt Ihnen das hier als Identitätsnachweis. Es ist William Gordons Todesanzeige. Sie ist ein Grund, weshalb ich hergekommen bin. Natürlich, Sir. Entschuldigen Sie meine Zweifel. Vor einiger Zeit gab es einen Einbruchsversuch. Daher die erhöhte Vorsicht. Ich verstehe. Können wir jetzt hineingehen? Folgen Sie mir bitte. Ich begleite Sie ins Schloss. Verzeihung, Madam. Ja, Louis. Wie ich sehe, haben wir einen Besucher. Das ist Samuel Gordon. Er kommt von Schloss Black Mirror. Oh ja, ich weiß, wer er ist, Louis. Alles in Ordnung. Lässt Ihr Gedächtnis nach? Ich hoffe, Sie haben unseren Gast herzlich willkommen geheißen, Louis. Ich wusste nicht, wer er ist, Madam. Deswegen wollte ich ihn nicht hereinlassen. Willkommen in Wales, Samuel. Hoffentlich hat dich Louis nicht zu sehr verärgert. Nein, nein. Er hat mir den Grund für seine Vorsicht genannt. Heutzutage müssen wir besonders vorsichtig sein. Letzte Woche hat man versucht, bei uns einzubrechen. Aber das interessiert dich vermutlich wenig. Was verschafft mir denn die Ehre deines Besuchs? Können wir uns vielleicht unter 4 Augen sprechen? Ich verstehe. Louis, Sie dürfen sich jetzt wieder Ihren Aufgaben widmen. Gewiss, Madam. Danke. Doch, ist ja ganz nett hier, ne? Ich freue mich sehr, dass du da bist, Samuel. Ich habe seit Jahren keinen Familienbesuch mehr gehabt und hier vergeht die Zeit so langsam. Sag, wie lange hast du vor, bei uns zu bleiben? Ein paar Tage, nehme ich an. Ich weiß es aber noch nicht genau. Nur ein paar Tage? Das ist aber schade. Victoria hat mir geschrieben und von William erzählt. Ich mochte ihn sehr gern. Er war ein guter Mann. Es war bedauerlich, dass ich nicht zur Beerdigung kommen konnte. Aber ich bin schwach und eine lange Reise wäre für meine Gesundheit abträglich. Ich habe das alles Victoria in einem Brief geschrieben. Ich hoffe, sie ist nicht böse auf mich. Weißt du, ob sie meinen Brief erhalten hat? Ich habe noch keine Antwort bekommen und weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe hier ihre Antwort. Ich habe ihr versprochen, sie zu überbringen. Tatsächlich? Nein, ich habe gelogen. Tatsächlich. Das ist lieb von dir. Ich bleibe so ungern in Ungewissheit. Ich werde ihn heute Abend lesen. Aber du bist bestimmt nicht nur gekommen, um mir einen Brief zu überbringen. Nein, ich habe viele Themen mit dir zu besprechen und würde mich gerne in deinem wunderschönen Haus einnisten. Ja, ich glaube, das wird jetzt ein sehr langer Dialog. Wir fangen einfach mal mit William an. Sag mir bitte, Eleanor, wann hast du William zuletzt gesehen? Das ist schon sehr lange her. Ja, ich erinnere mich. Er hat mich vor 2 Jahren besucht. Zusammen mit Robert. Es war schön, nach so langer Zeit die beiden wiederzusehen.
Wie lange blieben Sie? Weniger als einen Monat, glaube ich. Warum fragst du eigentlich? Ich versuche, die Teile eines Puzzles zusammenzufügen. Ich verstehe. Erinnerst du dich an irgendeine ungewöhnliche Begebenheit bei diesem Besuch? Hat sich William normal benommen? Ich erinnere mich nicht, dass er sich... Oder vielleicht doch. Wenn ich mich recht erinnere, zeigte er großes Interesse an unserem Familiengrab. Das hat mich überrascht. Er war davon ziemlich besessen. Um ehrlich zu sein, er hat mir ständig dazu Fragen gestellt. Und schließlich überredete er mich, ihn hineinzulassen. Ich wollte eigentlich nicht, dass die Ruhe meiner Vorfahren gestört wird, aber am Ende gab ich nach. Ich weiß aber nicht, was er damit bezweckt hat. Er wollte meine Fragen nicht beantworten, obwohl ich ihn direkt gefragt habe. An dem Tag hat er sich tatsächlich seltsam benommen. William war in dem Grab, aber er fand nichts, wie er in seinem Tagebuch auch vermerkt hat. Das heißt, wir müssen das finden. Ich habe Williams persönliches Tagebuch gefunden, Eleanor. Ich habe alle wichtigen Notizen gelesen, und zwar mehrmals. Er erwähnt das Grab, von dem du gesprochen hast. Bist du sicher, dass er dir nichts davon erzählt hat? Fällt dir sonst noch etwas ein zu seinem Besuch? Seitdem ist viel Zeit vergangen, Samuel. Aber mein Gedächtnis ist noch in Ordnung. Warum er sich so sehr für diesen Ort interessierte, hat er mir nicht anvertraut. Überhaupt nicht. Ich verstehe. Wahrscheinlich hast du von dem Fluch gehört, der schon so lange auf unserer Familie lastet. Was hältst du davon? Vom Fluch der Gordons? Du als aufgeweckter junger Mann dieses modernen Zeitalters glaubst doch nicht an solche Märchen, Samuel. In den Chroniken steht, dass die letzte Ruhestätte Durkheim Gordons sich auf diesem Gut befindet. Vielleicht ist damit euer Familiengrab gemeint. Das glaube ich nicht. Das Grab ist alt, aber nicht älter als 200 Jahre. Soviel ich weiß, reichen die Erzählungen über Durkheim viel weiter in die Vergangenheit. Das Einzige, was ich von ihm kenne, ist das Denkmal, das seinen Namen trägt. Selbst wenn in den Chroniken die Wahrheit stünde, sein Grab wäre sicher schon vor langer Zeit verfallen. William wusste, dass Durkheims Schlüssel irgendwo auf dem Gut ist. Ich muss irgendwie in dieses Grab gelangen. Na, vielleicht erlaubt sie uns ja auch reinzugehen, wenn sie es William erlaubt hat. Eleanor, kennst du diesen Mann? Er erinnert mich an jemanden, aber ich könnte mich täuschen. Sollte ich ihn kennen? Oh, ich denke schon. Er war Williams Schützling. James! Ich habe ihn auf diesem Foto nicht erkannt. Ich kenne ihn nur als kleinen Jungen. Oh, wo ist er jetzt? Er ist in Roberts Obhut, im Sanatorium von Ashbury. Immer noch? Armer Junge. Als kleiner Junge war James völlig normal. Aber als er älter wurde, wurde seine seltsame Krankheit immer schlimmer. Sein Zustand verschlechterte sich so schnell. Am Ende hat William ihn Roberts Fürsorge anvertraut. Armer Junge. Ich bin froh, dass du es mir gesagt hast. Wenigstens kann ich für ihn beten. Ach ja, das kannst du tun. Ich erinnere mich an meinen letzten Besuch hier. Es überrascht mich allerdings, dass du dich an mich erinnerst. Aber natürlich erinnere ich mich an dich. Ich habe nicht mein ganzes Leben hier verbracht, weißt du? Einige Jahre davon verbrachte ich im Schloss Black Mirror. Mein Gedächtnis ist das Einzige, worauf ich mich noch voll verlassen kann. Damals warst du noch sehr jung. Ich kann gut verstehen, dass du dich nicht an die langweiligen Besuche entfernter Verwandter erinnerst. Oh, die ist aber echt lieb irgendwie. Ich würde auch gerne mit Richard sprechen. Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Ah, Richard. Ich weiß es nicht. Wir sehen einander kaum. Bevor du mich fragst, ich sage dir warum. Es liegt an seinem verdammten Chemielabor und seinen unsinnigen Experimenten. Weißt du, in jungen Jahren war er ein engagierter Wissenschaftler, hat aber nie den Durchbruch geschafft. Vor einigen Jahren hörte er zu experimentieren auf und ich dachte, das war's. Aber vor kurzem hat der alte Dussel wieder mit diesen albernen Experimenten angefangen und verbringt jetzt seine Zeit lieber mit Mikroskop und Formeln als mit mir. Also weißt du nicht, wo ich ihn finde? Im Moment bin ich wütend auf ihn. Es interessiert mich nicht im Geringsten, was er macht und wo er ist. Ich habe ihm verboten, Experimente im Schloss zu machen, weil ich Angst habe, etwas könnte schiefgehen. Wenn du mit ihm sprechen willst, geh in das alte Haus im Garten.
Die meiste Zeit schließt er sich dort mit seinen Chemikalien ein. Du wirst ihn dort bestimmt finden. Ach, die Arme. Die tut mir irgendwie leid. Darf ich erfahren, in welchem Zimmer ich heute Nacht schlafen soll? Louis wird unser Gästezimmer im Ostflügel für dich herrichten. Es ist warm und gemütlich. Du bist mein Gast. Danke. Okay. Wusstest du, dass ich, nachdem ich einen ganzen Tag unterwegs war, beinahe nicht an eurem Haupttor vorbeigekommen wäre? Ja, das weiß ich. Louis wollte dich nicht hereinlassen. Du musst ihm verzeihen, er befolgt nur seine Anweisungen. Oh, es lag nicht nur an Louis. Die Türklingel ist kaputt. Oh, naja, hier fällt langsam alles auseinander. Vieles funktioniert nicht mehr richtig. Das Schloss verfällt allmählich. Richard kümmert sich nicht um diese Dinge. Und alleine schaffe ich das alles nicht. Ich bin froh, dass ich wenigstens Louis habe. Ohne seine Hilfe wäre der Garten schon lange verkümmert. Kannst du bitte Louis sagen, er soll diese dumme Türklingel reparieren? Aber sicher. Ach, ich mag die echt irgendwie. So, jetzt fragen wir als letztes noch nach dem Schlüssel. Eleanor, hast du so etwas je gesehen? Nein. Was soll das sein? Oh, ich hatte gehofft, dass du mir das vielleicht sagst. Tut mir leid. Laut Williams Tagebuch müsste sich ein ähnliches Objekt irgendwo hier auf dem Gut befinden. So etwas habe ich noch nie gesehen. Würdest du mir erlauben, das Gelände um das Schloss abzusuchen? Gerne. Fühl dich wie zu Hause. Sag Louis nur, dass du mein Gast bist. Okay, Bild eines Symbols. Sieh dir diese Fotos an. Sagen dir die Bilder etwas? Nein, leider nicht. Was bedeuten denn diese Symbole? Das weiß ich selbst noch nicht genau, aber ich hoffe, es herauszufinden. Ich glaube, ich gehe jetzt. Okay. Ach, sie spielt weiter Klavier, wie schön. Gut, das war jetzt eine sehr dialoglastige Folge, würde ich mal sagen. Wir gucken uns hier nochmal eben um. Ein gewöhnlicher Spiegel. Nichts Besonderes. Aber es kann ja auch nicht immer Action sein und irgendwas passieren, schon gar nicht bei einem Adventure, was halt hauptsächlich, ja, Wert auf die Story legt.